Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne and Liberty. Ich hatte es ja gestern schon mal so ein bisschen angerissen. Ich wollte euch einmal zeigen, was der einfachste Koop-Dungeon ist, den ihr aktuell machen könnt. Zumindest meiner Meinung nach der einfachste Koop-Dungeon. Ich hatte euch ja erklärt, dass gerade auf Level 50 man versuchen sollte, hier diese 50er zu schaffen, um lilane Items zu bekommen, um die im Auktionshaus zu verkaufen. Und weil es hier 500 Abgrundmünzen gibt. Ich meine, die gibt es ja auch in 30er, 20er und 40er. Aber gerade lila Items will man ja haben. Und der einfachste Koop-Dungeon ist meiner Meinung nach tatsächlich Höhle der Zerstörung. Die Höhle der Zerstörung ist genauso wie der 40er Höhle der Verzweiflung. Und auch der Boss ist sehr ähnlich. Aber ich habe mir gedacht, ey, ich zeige einmal für euch komplett von Anfang bis Ende Höhle der Zerstörung. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da jetzt auf jeden Fall einmal rein. Der Dungeon an sich ist ja eigentlich super, super easy. Also ist erstmal der gleiche wie der 40er und auch noch super kurz. Also ich glaube, ist, bin mir nicht sicher, aber müsste eigentlich von allen sogar eventuell der kürzeste sein. Der Dungeon ist echt richtig, richtig schön chillig. Hast drei kleine Minibosse und dann am Ende den Boss, der auch noch der einfachste Boss von allen ist. Also ich weiß nicht, ob das so intended ist, aber das ist auf jeden Fall mit Abstand der einfachste Dungeon. Ist ganz gut. Nimmt auch ein bisschen Stress raus. Und das Gute ist auch, dass man hier keine komplizierten Sachen machen muss oder sowas. Oder irgendwelche anderen Mechanics, außer natürlich dann am Ende beim Boss. Da haben wir den ersten Boss. Und der kann halt wirklich gar nichts. Also wichtig ist natürlich immer, dass man einen Tank dabei hat, einen Heiler. Und dass der Tank halt alles wegtankt und der Heiler den Tank heilt. Ich würde sagen, wenn du zwei Tanks hast, ist das nicht so schlimm. Oder zwei Heiler nicht so schlimm. Schlimm ist, wenn du keinen Tank hast oder keinen Heiler. Also ich würde sogar sagen, dass eventuell sogar besser ist, zwei Tanks zu haben und zwei Heiler und zwei Damage Dealer. Damit wirklich keiner drauf geht, weil das ist eigentlich das Schlimmste, gerade bei dem Boss. Wenn einer drauf geht, ist der halt raus aus dem Bossraum. Du kannst ihn nicht wiederbeleben. Weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht so cool finde. Deswegen, Damage Dealer spielen ja eh die meisten, aber wichtiger ist, dass du einen guten Heiler dabei hast und einen guten Tank dabei hast. Und auch zwei Tanks oder zwei Heiler. Zwei Heiler ist besser als kein Heiler. Und beim Boss selber gibt es mehrere Lösungen. Ich werde euch die Lösung zeigen, die wir immer spielen, die meiner Meinung nach auch die einfachste ist. Am Anfang ist klar, musst du hier die ganzen Eier kaputt machen, damit der Boss überhaupt kommt. Also hier macht er schon. Und dann kommt der. Und dann heißt erstmal komplett drauf eindreschen. Da kann man eigentlich wenig falsch machen. Der macht auch keinen Schaden oder so. Gerade der Anfangs, die erste Minute ist super easy, weil der nichts macht. Der Wipe kommt dann erst etwas später. Das heißt bis 50%, wenn er gut Schaden macht. Müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Dann könnt ihr einfach draufknallen, was ihr habt. Einfach das komplette Arsenal draufknallen. Die Ads, die er holt, die kann man killen. Mache ich tatsächlich fast nie, weil die halt auch irgendwann automatisch verschwinden. Ich glaube, das kann man so machen, wie man gerne möchte. Das ist nicht so wichtig. Mal schön draufknallen alles. Wichtig wird es, wenn er das erstmal anfängt zu quatschen. Da wird es dann kurz stressig. Deswegen auf jeden Fall mit Kopfhörern spielen. Oder darauf aufpassen, was die anderen machen. Kurz hochheilen. So, jetzt quatscht der. Jetzt müssen wir ganz schnell weglaufen. Und zwar hinter diesem Stein hier. Aber nicht komplett hochgehen, so bis hier. Warten, bis das Ei kaputt ist. Wenn das Ei kaputt ist, hier hoch. Und dann spawnt auf einem der drei Felsen so ein Gegner hier. Den muss man killen, weil die Ameise, also der Boss, erst wieder runterkommt, wenn das Ding hier kaputt ist. Dann kommt er von da oben wieder runter und dann geht's weiter. Und das ist actually die ganze Kunst dahinter. Es gibt dann noch eine Phase, wo er solche Larven auf den Kopf spawnt. Da muss man dann grün zu rot machen. Da muss man einfach gucken, welche Larve hat man auf dem Kopf. Hier, ich habe eine grüne. Dann guckt man einfach, ey, hat irgendjemand eine rote da hinten? Dann läuft man zu dem. Und dann fetzen die sich so selber weg.
Das sollten eigentlich immer alle machen, damit der mit der roten Larve nicht drauf geht. Ja, und das ist es. Wenn er wieder quatscht, dann wieder zum Stein hinten. Und das Ganze nochmal. Aber das ist es eigentlich. Mehr gibt es hier tatsächlich nicht zu beachten. Jetzt kannst du wieder killen. Und alles draufknallen, was du hast. Bis er wieder anfängt zu quatschen, dann rennt man wieder weg zum Stein. Und das ist es. Das ist, glaube ich, mit der einfachste Boss bei den 50er Koop Dungeons. Jetzt quatscht er wieder. Aufpassen, hier nicht rein, weil sonst ist man gestunt. So, man kann auch auf diesen Dingsbums da auch. Man auf jeden Fall nicht in diese Blitze reinlaufen, weil dann ist man gestunt, dann kriegt man den Schaden auf jeden Fall ab und dann ist man auch down. Muss man echt aufpassen. So, jetzt kommt er wieder runter. Jetzt hat er noch 11%, das sollte man eigentlich echt gut hinkriegen. Wir haben wieder Larven auf dem Kopf. Irgendjemand eine rote auf dem Kopf. Ah, okay. Ich habe mal Yakuza ein bisschen mitgeheilt. Ich habe eine rote Larve auf dem Kopf. Leute, ihr dürft nicht so viel drauf gehen. Ich meine, Yakuza und ich machen das, aber Leute, ihr müsst ein bisschen besser überleben. Da war der Heiler down, oder wie? Ja, ich sag ja, ne, lieber ein Heiler zu viel als ein Heiler zu wenig. Und that's it. Also, das kann man echt gut hinkriegen. Larven und wenn er anfängt zu quatschen auf den Felsen drauf, das ist echt eigentlich mit die einfachste Mechanik, finde ich. Wenn ihr noch ein Video haben wollt zu irgendeinem anderen Koop-Dungeon, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich hatte schon gehört, dass Insel der Tyrannen auch sehr einfach sein soll. Vielleicht mache ich den als nächstes. Und ja, Karnix, verfluchte Einöde, könnte ich dann auch alles einmal hier vorstellen. Wenn da Interesse besteht, schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Lasst ein Like auf das Video, da würde ich mich sehr freuen. Und ein Follow auf den Kanal, da wird ja auch die nächsten Tage und Wochen noch einiges auf euch zukommen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.